Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde der Sport-Talkshow Besser Wissen hier im Maruba, das Gasthaus. Wir sind in der Oktoberaufzeichnung und werden wieder ein interessantes und umfangreiches Sportprogramm bieten. Ich werde wieder die Einführung und Einleitung machen, werde dies musikalisch tun, haben einen Song mitgebracht, Stones Wild Horses. Living is easy to do.
Herr Fischöder, seit 20 Jahren bei den Adlern Mannheim, seit 6 Jahren Head Coach und in dieser Zeit immer Meister geworden. Was machen die Adler Mannheim anders oder Sie anders als die anderen Eishockeyvereine? Keine Ahnung, was die anderen Eishockeyvereine machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass es für uns wichtig war, dass wir eine eigene Identität entwickeln über die Zeit. Das haben wir geschafft. Wir sind sehr klar darüber, was wir für Spielertypen brauchen, wie wir arbeiten wollen, wie wir Spieler entwickeln wollen. Und ich glaube, dass das eigentlich auch das Wichtige ist, dass man sich auf sich selber konzentriert. Und wenn man schon guckt, sollte man sich so halt umschauen, dass man sich halt vielleicht eher in Skandinavien oder vielleicht auch in den USA, Kanada umschaut, um halt zu sehen, wie halt die Top-Nationen arbeiten und nicht wirklich in Deutschland. 6 Meisterschaften in Folge und dazwischen hatten Sie mal Helmut Raaf vertreten. Wurden, als er die Großen trainieren musste, wurden in dieser Zeit auch 2-mal Meister. Also das, Sie wissen gar nicht, wie man verliert. Ja gut, ich kann nicht gut verlieren, deshalb ist es schön, nicht zu wissen, wie man verliert. Nein, aber wir wissen schon, ich meine, wir sind in Mannheim, wir haben gewisse Möglichkeiten, wir haben über die Hopp-Stiftung sehr viele Möglichkeiten mit Internatsplätzen, mit Trainingszeiten. Und da muss man halt einfach sagen, dass die Ansprüche halt auch dementsprechend hoch sind. Und da müssen wir halt auch sehen, dass wir denen gerecht werden. Weil ich meine, zum Spaß einfach nur so ein bisschen Nachwuchsförderung machen, das ist dann ein bisschen wenig. Und somit sollte der Anspruch auch sein, das Bestmögliche zu erreichen. Das ist halt in Deutschland dann die Meisterschaft. Sie sind gebürtiger Dortmunder. Wie kommt jemand, der in einer ganz typischen Fußballstadt geboren ist, zum Eishockey? Also als Hochburg kann man Dortmund kaum bezeichnen. Hey, 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 wir hatten mal 2. Liga, also das war überragend. Doch so hoch, ja? Ja, ja. Nee, es war im Endeffekt so, ich sollte mit 5 Jahren eigentlich zum Judo oder zum Boxen, weil mein Vater aus dem Judo kommt, aber der Polizeisportverein hatte halt keine Abteilung und das Eisstadion war nebendran und ja gut, und dann kam das eine zum anderen und dann bin ich da hängen geblieben. So kann es gehen, ja. Kommen wir mal zu Ihrer täglichen Arbeit. In welchem Alter können Kinder beginnen, Eishockey zu spielen? In dem Alter, wo sie stehen können und Spaß dran haben. Also wir haben 3-Jährige, wir haben 2-Jährige. In der Regel für uns sind so 5-6-Jährige optimal. Dann haben wir die regelnötige Zeit, um halt auszubilden. Wenn man überlegt, dass wir 10 Jahre brauchen, müssen wir also spätestens mit 8 soweit sein, dass wir wirklich Umfänge gehen im Training. Wenn man jetzt die 18-Jährigen, 17-Jährigen nimmt, die jetzt aktuell schon in die hohen Bereiche des Sports eindringen wollen und internationalen Standard erreichen wollen. Aber anfangen kann man eigentlich immer. Aber lieber so mit 5, 6, das wäre uns ganz recht. Ideal ist alle. Dorian, wann hast du angefangen und wie bist du zum Eishockey gekommen? Ich habe damals mit 4 angefangen. Im Friedrichspark habe ich Eislaufen gelernt. Ich kam darauf, mein Vater war lange Jahre Eishockey-Fan. Ist immer zu den Heimspielen auch gegangen, auch Auswärtsfahrten manchmal besucht und da wurde ich schon früh mitgeschleppt. Also ich glaube mit 2, 3 war ich das erste Mal in der Eishalle auf dem Adlerspiel und dann mit 4 war ich in der Laufschule. Infiziert worden. Und infiziert, ja, definitiv. Und nie irgendwas anderes gewollt, so was Fußball wäre ja typisch. Ich war mal beim LSV Ladenburg, habe ich mal ein Fußballtraining gemacht, in ganz jungen Jahren, aber das war nichts für mich. Und im Hockey war man immer in Leidenschaft und von Anfang an dabei gewesen. Warst du in deiner Klasse der Einzige, der Eishockey gespielt hat? Oder gab es da noch mehr? In der Grundschule meinen Sie jetzt? Ja. Ja, da war ich der Einzige, tatsächlich, ja. Also doch nicht so breit. Doch nicht gestreut. So ein breiten Sport, ja, ja, denkt, genau, ja, ja. Herr Fischöder, welche Voraussetzungen sollten Kinder mitbringen, um Eishockey zu spielen? Spaß an der Bewegung. Ich glaube, dass jede Sportart momentan eigentlich die gleichen Charaktere sucht. Wir wollen Jungs haben, die sich bewegen können, die Spaß haben an der Bewegung, die ein bisschen ehrgeizig sind, die sich entwickeln wollen, die Spaß am Wettkampf haben. Das ist halt auch das große Problem. Wir kämpfen halt mit Fußball, mit Feldhockey in Mannheim relativ groß, Handball mit einer großen Tradition. Und und wir suchen eigentlich alle die gleichen Sportler und die gleichen Typen. Wir suchen alle Leute, die halt wirklich auch konsequent auch dann dabei bleiben und halt nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen. Weil laufen kann jeder, aber dann, wenn das Eis dazu kommt und die Schlittschuhe dazu kommen, dann braucht man schon ein anderes Durchhaltevermögen. Und alle, die da halt mit Fußball schon einigermaßen gut unterwegs sind, kommen zum Eishockey und sind dann auf einmal nur Durchschnitt, weil sie können auf einmal nicht mehr normal laufen.
Und da verlieren wir dann wieder ein paar, die dann über das Grundschulprojekt gekommen sind, die wir eigentlich gerne weiter hätten, weil sie halt Herausforderungen annehmen und auch ehrgeizig sind in der Hinsicht. Aber gut, wie gesagt, den Biss muss man halt mitbringen. Wie viele Kinder pro Jahrgang stehen in so einem Kader? Ja gut, wir versuchen erstmal von unten aufzubauen mit 80 Kindern pro Jahrgang. Wenn wir glücklich sind, kommen wir dann oben an mit so ja, 10, 15 Kinder pro Jahrgang und durch in die DNL. Unser Idealfall ist so 5 Spieler pro Jahrgang irgendwann mal durchzubekommen. Da sind wir aktuell noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir so auf 3 kommen, 4, sind wir recht zufrieden. Aber das Ziel sollte eigentlich sein, dass wir immer so 5, 6 Spieler pro Jahrgang in die U20 bekommen. Sie haben ja selbst Eishockey gespielt. Wie hoch war die höchste Liga, in der Sie gespielt haben? Das ist nett, dass Sie sagen, dass ich Eishockey gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnen wollte. Nein, ich habe ein bisschen, damals hieß die zweite Liga erste Liga Nord und dann habe ich in der Oberliga rumgediddelt. Aber für mich war das mehr Finanzieren des Studiums, kann man das sagen. Also es war ein nettes Hobby nebenher. Und zu meiner Zeit hat man auch relativ gut verdient in der zweiten und dritten Liga und somit war das schön. Aber Hockey spielen möchte ich das nicht nennen. Okay. Dorian, du hast es tatsächlich geschafft. Du hast einen Profivertrag angeboten bekommen. Hast auch als Profi gespielt. Wie alt warst du, als du diesen Vertrag bekommen hast? Meinen ersten Profivertrag habe ich damals mit 18 unterschrieben. Da war ich beim Fischin damals in der U20-Mannschaft auch und wurde dann hochgezogen für die Ader. Die hatten verletzungsbedingt Probleme in der ersten Mannschaft. Hans Sach war damals Trainer und dann durfte ich mittrainieren, habe dann relativ schnell meinen ersten Profivertrag unterschrieben und habe dann auch mein erstes Profispiel gemacht mit 18 damals gegen die Hamburg Freezers damals noch. Und ja, mit 18. Jetzt weiß man, dass im Profisport kann ja immer mal was passieren. Hast du dir in dieser Zeit, als du den Profivertrag unterschrieben hast, ein zweites Standbein geschaffen? Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, aktuell noch mein Abitur gemacht, zu dem Zeitpunkt. Aber schon damals, meine Eltern sind beides Akademiker, also haben beide einen Hochschulabschluss. Deshalb war es für mich eigentlich schon vornherein klar, dass ich auf jeden Fall einen Hochschulabschluss anstrebe und es war für mich keine Option, ohne wegzugehen. Also zweigleisig gefahren. Zweigleisig zu fahren, auf jeden Fall, ja. Herr Fischöder, haben Sie bei Dorian gesehen, relativ früh, das könnte mal einer werden? Und wenn, ja, erstmal die erste Frage, konnte man das sehen? Oh, da sind Voraussetzungen da, das könnte was werden mit der Karriere. Jetzt grinst er mich an. Man muss ganz klar sagen, wie gesagt, Dorian ist sehr, sehr groß als Verteidiger, auch sehr, sehr wichtig. Was immer war, er war ein brutaler Arbeiter, war super loyal, hat seinen Job immer zu 100% gemacht. Und das ist die Qualität, die man eigentlich auch braucht. Offensiv war eher schwierig, aber da, ja gut, war eher schwierig. Er hatte lichte Momente da. Aber ich glaube, dass es eigentlich vom Typ her eine gute Chance da war, dass er als defensiver Verteidiger eine gute Möglichkeit gehabt hätte, auch etwas länger Hockey zu spielen und auf hohem Niveau auch. Also das war schon in Ordnung. Und mit dem Sehen, das ist halt immer schwierig, weil wir entwickeln Spielertypen. Man sieht irgendwann, okay, gut, da sind ein paar Schwierigkeiten, dann muss man das ein bisschen verstärken und dann muss man den Jungs auch sagen, okay, dahin geht der Weg. Weil ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, Dorian, du bist der nächste kreative Powerplay-Spieler, da hätten wir ein Riesenproblem gehabt, dann wäre es auch in der Oberliga gelandet. Und so war halt aber aufgrund der Qualität, die da ist und die dann auch sehr, sehr gut war in dem Bereich, die Möglichkeit, da halt DL zu spielen. Und ich meine, das ist halt das, was wir versuchen. Wir müssen die Jungs halt dahin bringen, dass sie halt ihre Fähigkeiten so optimieren, dass sie auf dem höchstmöglichen Niveau spielen können. Dorian, war für dich das schon immer ein Traum, mal ganz nach oben zu kommen? Oder hätte dir das irgendwo genügt, zu sagen, ja, ich spiele zweite Liga oder noch tiefer als Hobbyspieler? War der Ehrgeiz da, das ganz nach oben zu schaffen? Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich bin alle Leistungszentren in Mannheim durchlaufen und wie gesagt, wie Fischer schon gesagt, wir sind in Mannheim. Das heißt, wir spielen jedes Jahr um die Meisterschaft mit und das Einzige, was für uns zählt, war schon immer der Erfolg. Das heißt, für mich gab es da nie die Option, irgendwie Larifari in der dritten, vierten Liga rumzugurken. Das war nie mein Anspruch und wird es auch nie sein. Deshalb habe ich immer nach Höherem gestrebt und auch versucht, alles reinzugeben. Und alles weniger ging nicht. Wie viele brauchbare Eishockeyspieler kommen denn so heraus? Also sag mal, wenn es 100 Spieler da sind, wie viel schaffen es oder können es schaffen? Ja gut, ich rede gar nicht über 100. Wir haben momentan aktuell immer so 6 bis 8 Spieler pro Jahrgang bei uns
Im Team, Kaderstärke ist immer so 24, 25, je nachdem, gleichmäßig verteilt auf die Jahrgänge. Wobei aktuell ist es halt so, dass wir keine Endjahrgänge mehr spielen, weil wir sagen, dass von der Ausbildung her die Endjahrgänge eigentlich schon im Profibereich spielen sollten. Wir reden von 3 Spielern pro Jahrgang, die wir eigentlich aktuell statistisch in die DEL bringen. 3 Spieler. Welche Rolle spielen denn die Eltern der Spieler? Es gibt ja so ehrgeizige Eltern, die meinen, alles andere als Profi kommt nicht in Frage. Welche Rolle spielen die? Ja gut, ich meine, es ist klar, wir sind in einer neuen Zeit. Eltern sind Eltern und das ist auch gut so. Eltern sollen ihre Kinder unterstützen und das ist auch wichtig. Viel schwieriger sind die Agenten, die Berater, die den Eltern in den Ohren hängen, die den Spielern in den Ohren hängen, die keine Geduld mehr haben, die alles jetzt sofort haben wollen. Gut, dass Eltern das Beste für ihre Kinder wollen, ist normal, ist legitim und das erwarte ich auch. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt erwarte ich halt auch, dass man uns vertraut als Organisation. Ich meine, wir machen das nicht seit gestern und ich glaube, dass die letzten Jahre und Jahrzehnte auch bewiesen haben, dass wir ziemlich sicher sind in dem, was wir tun. Und dementsprechend, ja, Eltern sind Eltern. Es gibt mal leichtere, es gibt mal schwierigere, aber im Großen und Ganzen kommen wir, glaube ich, immer ganz gut klar. Wie war das bei dir von zu Hause? Gab es Unterstützung, gab es Kritik, gab es ein Pushen, ja, du musst und so? Also Unterstützung gab es einiges, also dann die Trainingsfahrten, ich musste täglich zum Training gefahren werden, morgens und abends, aber Kritik gab es bei mir eher weniger, weil keiner von meinen Eltern bzw. Großeltern hat jemals Eishockey gespielt oder in einem Leistungszentrum etc. Unterstützung gab es einige, wie ich schon gesagt habe, also die Fahrerei und Essen kochen dann nach dem Training, das ging ja manchmal beim Fischi, waren wir bis um 8:30 auf dem Eis, das heißt ich war um 9 zu Hause, Essen stand trotzdem auf dem Tisch bei meiner Mutter, also Unterstützung gab es einiges, aber nicht zu viel, war genau richtig. Zwischendurch die Frage, wir sind unter uns, wie war Frank Fischöder als Trainer? Du hast ja die jungen Adler hinter dich gebracht, also das ist keine Gefahr mehr. Abhängig, leistungsabhängig würde ich sagen. Also wenn wir gut gespielt haben, war er ein herausragender Trainer, war er immer, aber von der Stimmung her war er top, wenn wir gut gespielt haben, aber es gab auch mal auf die Ohren, wenn es nicht so gut lief. Verbal oder tatsächlich? Ja, nur verbal. Okay, ich habe mir einen Satz gemerkt aus dem Vorgespräch, was die Eltern anbelangt, Applaus statt Coaching. Was meinen Sie da genau mit? Ja gut, für uns ist es halt wichtig, dass Eltern uns nicht in die Arbeit pfuschen. Ich meine, viele Eltern sind neue Coaches momentan, die filmen ihre Kinder bei jedem Wechsel, wollen das dann analysieren und kommen vom Schach. Das ist halt ein bisschen problematisch mit dem Wissen, was dahinter steht, ist auch kontraproduktiv. Wir haben sehr viele Spieler mit relativ hohem Talent, die dann meinen, sie müssten jede Situation alleine lösen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das hilft dem Spieler nicht, das hilft uns nicht als Organisation. Und ich habe es lieber, wenn man die Kinder positiv unterstützt in dem, was sie tun, also Applaus gibt, sie unterstützt, positiv unterstützt, vielleicht auch ein bisschen motiviert und ein bisschen trägt auch durch die schwierigen Zeiten, die es zweifelsohne immer gibt. Es läuft nicht immer alles rund im Leben. Und deshalb haben wir lieber Applaus statt Coaching, weil Coaching, das ist unser Job, Applaus ist der Job der Eltern. Okay, hoffentlich sehen das viele und merken sich das. Jetzt ist ja so, wenn jemand seinen Sprössling beim Eishockey anmeldet, ist er nicht mit, wie beim Fußball, mit ein paar Fußballschuhen getan, die Ausrüstung ist ja sehr teuer. Gibt es da Unterstützung für die Eltern und welche Voraussetzungen sollten da schon da sein? Ja gut, ich meine, wir haben natürlich ein Starterpaket. Man kann sich Ausrüstung bei uns leihen, die Basisausrüstung, das ist nicht das Problem. In der Regel ist es so, dass aber dann spätestens zu Weihnachten die eigene Ausrüstung kommt. Weihnachten ist immer ein guter Zeitpunkt, man kann Geschenke machen. Dann kommt halt der erste eigene Helm, die ersten eigenen Schlittschuhe, dann kommen die Schlittschuhe wieder zurück für neue Kinder und das wird auch dann relativ zügig, sodass man sein eigenes Equipment zusammen hat. Kinderausrüstung an sich sind noch nicht so teuer, es wird dann erst interessant, dann halt in dem Bereich, da sind wir jetzt bei Schlägerpreisen um die 300, 350 Euro, da wird es dann langsam unangenehm, aber im kleinen Altersbereich, da funktioniert das noch relativ gut. Wie war das bei dir, Dorian, wann hast du das erste eigene bekommen? Zu meiner Zeit damals gab es dieses Programm noch gar nicht, dass wir Sachen leihen konnten. Das heißt, meine Eltern mussten von Anfang an in die Bresche springen. Alles bringen müssen. Und auch zu Weihnachten und Geburtstag oder gab es unterm Jahr? Ja, regelmäßig. Also Weihnachten und Geburtstag waren immer die Zeiten, wo ich meine neuen Schläger, meine Schlittschuhe und alles bekommen habe. Aber da freut man sich natürlich auch drüber, weil es eine Leidenschaft, ein Hobby. Also bessere Geschenke gibt es fast gar nicht.
Herr Viehöder, es gibt ja unterschiedliche Typen von Kindern und auch von der Mentalität her. Differenzieren Sie so etwas die Ansprache? Packen Sie die alle gleich an oder gehen Sie so individuell vor? Ja gut, ich meine, Dorian hat meine Hartphase mitbekommen. Wie sah die aus? Ich bin ja ein dunkelroter Typ, etwas emotional und reagiere auf manche Dinge dann auch etwas hart und laut und massiv. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. In den letzten Jahren habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen so mit Videocoaching und so gearbeitet. Wir scannen mittlerweile unsere Spieler. Ich weiß, was für Spielertypen wir im Kader haben. Ansprachen werden so ein bisschen justiert, aber ich bin immer noch, Dorian hat es jetzt letzte Woche nochmal erlebt, da hatten wir leichte Schwierigkeiten am Wochenende, da mussten wir ein bisschen wach werden. Ich werde mich nicht komplett verstellen, aber es ist halt schon so, dass man als Trainer eigentlich den Anspruch haben sollte, nach und nach mehr auch auf seine Spieler einzugehen und halt auch den richtigen Weg für jeden Spieler zu finden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben 20 Leute in der Kabine, verschiedene Typen, aber der Mittelweg muss halt irgendwo gefunden werden, dass man jeden irgendwo mit ins Boot bekommt. Das letzte Wochenende war nicht ganz so erfolgreich. Was war die Konsequenz daraus? Stärkeres Training, schärfer oder? Nein, ach, darum geht es nicht. Also es geht nie um Bestrafung. Wir haben einen Prozess. Der Prozess geht halt im Endeffekt, wenn es gut läuft, in Richtung Finale. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich habe 12 neue Spieler im Kader. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn man jung ist, macht man mehr Fehler. Man ist noch ein bisschen naiv in der Art und Weise, wie man spielt. Und da braucht man halt den einen oder anderen Wachrüttler. Und mir als Trainer helfen eigentlich diese Niederlagen mehr als die Siege. Weil wenn ich schlecht spiele und wir gewinnen 9-2 und ich sage meinen Spielern in der Kabine, ich meine, Dorian wird es wissen, das war scheiße, defensiv funktionierte das nicht, das hat nicht funktioniert, jenes nicht, ich will, dass ihr besser backcheckt, ich will das. Dann sitzen 20 Leute vor mir, gucken mich an und fragen, ey, was ist denn mit dir los? Wir haben 9-2 gewonnen, erzähl mir keinen Scheiß. Deshalb helfen diese Niederlagen eigentlich mehr, als dass sie mich jetzt gerade stören. Okay. Sie sagt mir, ein Coach muss sich die Akzeptanz der Spieler erarbeiten. Wie machen Sie das konkret? Ja gut, konkret ist es schwierig. Also wie gesagt, ich stelle mir mein Team so zusammen, wie ich es haben will. Ich meine, wir haben vom Scouting her sind wir mittlerweile so weit, dass wir ganz gute Fragebögen haben, dass ich weiß, welche Leute ich haben möchte, welche Charaktere ich brauche, welche Spielertypen ich brauche, wo wir Defizite haben, wie viele Kreative, wie viele Arbeiter brauche ich und so weiter und so fort. Dann wird das Team zusammengestellt. Von der Akzeptanz her ist es halt einfach so, wenn man eine Frage gestellt bekommt als Trainer, sollte man sie beantworten können und sollte nicht dann vorher sagen, okay gut, ich muss mal eben kurz noch lesen. Wenn man in engen Situationen ist, sollte man klar sein, was man machen möchte. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich auf der Bank stehe, hyperventiliere und falsche Leute aufs Eis stelle, dann kriege ich keine Akzeptanz, weil ich halt eine Wurst bin. Das sollte halt alles nicht passieren. Und dann kommt über die tägliche Arbeit, über die Kommunikation miteinander und die Art und Weise, wie man dann umgeht, eigentlich die Akzeptanz, die am Anfang dann noch ein bisschen mit Druck gefördert wird und dann nach und nach. Aber es ist halt so, dass die jungen Spieler immer mehr Probleme haben, weil wir haben Druck in Mannheim, weil wir sind halt jetzt einfach mal Mannheim. Das ist halt so. Und dementsprechend muss man sich erst dran gewöhnen. Aber die Endjahrgänge sprechen eigentlich normal mit mir. Meine Kabine ist offen, jeder kann kommen, wie er möchte. Wenn er was hat, können wir drüber reden. Und das ist kein Problem. Nur nicht unbedingt am Spieltag und unmittelbar nach dem Spiel, weil da könnte es passieren, dass ich in meine dunkelrote Phase zurückfalle. Wir fragen jetzt nicht, wie das in der Praxis aussieht. Jetzt setzen wir einfach mal voraus, ein Spieler bringt jetzt alles mit, was es braucht, um ganz nach oben zu kommen. Aber irgendwann ist ja auch mal die Karriere vorbei. Was tun Sie, damit die Jugendlichen vielleicht neben dem Sport eine Ausbildung machen? Welche Möglichkeiten bieten die Adler in diesem Fall? Ja gut, wir sind erstmal von vornherein so aufgestellt. Jeder, der weiß, die Vereine der Hauptstiftung sind alle duale Systeme. Also sprich, wir haben 3 Partnerschulen, große. Mit der IGMH und dem LFG haben wir 2 Gymnasien bzw. Gesamtschulen, die Eliteschule des Sports sind.
die uns auch sehr, sehr gut unterstützen. Wir haben die Max-Harrenburg-Schule, die uns gut unterstützt für die Jungs, die halt in Richtung Fachabitur gehen wollen. Haben mit ABB, BKB und IMPEC momentan drei Partner, die uns Praktikumsplätze zur Verfügung stellen, wo wir Ausbildung machen können, über ABB auch ins duale Studium gehen können. Wir haben mittlerweile eine sehr, sehr gute Struktur, wo man eigentlich jeden Bereich mit abdecken kann. Die Frage ist halt immer, wie ist der Wille? Natürlich kommt jeder nach Mannheim, um Eishockey-Profi zu werden. Das ist das Finale. Wir müssen darauf achten, dass die Schule nicht komplett durchrutscht, weil wir halt eben wissen, ich meine, Leute, die bei uns den Abschluss da nicht machen und denken, sie wären sofort Profi. Und wenn wir über die dritte Liga reden, da reden wir über 400 Euro. Da bin ich kein Profi, sondern da bin ich Hilfsarbeiter. Und das ist halt einfach gar nichts. Und dann muss mir klar sein, um halt später mein Leben finanzieren zu können, sollte ich halt die höchstmögliche Schulbildung auf jeden Fall mehr erreicht haben. Das ist für jeden natürlich individuell, aber wir haben halt alle Bereiche abgedeckt. Und wer halt den dualen Weg gehen möchte, hat alle Möglichkeiten. Letzte Frage vor der Pause. Dorian, was hast du gemacht neben deinem Eishockeyspielen? Du hast Abitur gemacht. Ich habe ein Abitur gemacht, in der Zeit, wo ich Jungadler auch gespielt habe. Im Jahr darauf habe ich dann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, weil, wie der Fischi gesagt hat, wir haben ein duales System. Das heißt, es gibt keine Spieler, die nur Eishockey spielen. Das will die Jungadler-Organisation einfach nicht, was ich für richtig halte. Und dann habe ich einen Partner von den Jungadlern damals, war die AWO Mannheim oder Rhein-Neckar, ich weiß nicht, wie genau der Name ist. Und da habe ich ein Jahr meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht, bis ich dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte. Okay, vielen Dank für den Moment. Wir machen jetzt eine Pause von etwa einer Viertelstunde und sehen uns gleich zum zweiten Teil wieder mit unserem Thema Jungadler. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unseres heutigen Sporttalks im Gasthaus Maruba. Unsere Gäste von den Jungadlern, Frank Fischöder, Head Coach, und Dorian Seftel, ehemaliger Jungadler und mit großen Ambitionen zum Profi-Adler. Herr Fischöder, Trainingsumfang ist auch so ein Thema. Es gibt ja bei den Adlern U20, U17, U15, U11. Welchen Trainingsaufwand müssen denn die einzelnen Jahrgänge betreiben? Naja gut, U20 momentan, wir haben 7 Eiseinheiten, 4 Krafteinheiten, 2 Ausdauereinheiten die Woche plus 2 Spiele. Wie sieht eine Eiseinheit aus? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja gut, kommt drauf an. Wir sind halt so gestaffelt, dass wir am Montag nach dem Spieltag, wir haben unsere Woche etwas anders gegliedert. Für uns ist der Mittwoch der freie Tag. Somit haben wir montags, dienstags unsere Hauptarbeitstage direkt nach dem Wochenende. Montags ist mehr über Ausdauer, lange Wege, große Strecke, viel rumgelaufen. Morgens am Dienstag gehen wir in der Regel in die Technik, haben wir Technikeinheiten, eine Stunde 15. Vorher machen wir halt die erste Laufeinheit, tiefenentspannt mit 6x600. Das ist ein gutes Ding, morgens um 7. Meine Spieler lieben das auch. Das ist ein bisschen grenzwertig. Nein, aber und nachmittags sind dann 2 Kämpfe und damit ist die harte Arbeit eigentlich abgeschlossen in dem Moment. Dann haben wir Mittwoch unseren freien Tag zur Regeneration. Donnerstagmorgen ist nochmal Technik. Und ab nachmittags geht es in den taktischen Bereich, wo wir dann in Richtung Wochenende arbeiten. Jetzt ist ja so, es packt ja nicht jeder. Und man weiß auch von anderen Sportarten, wenn es nicht so richtig hinhaut und man bleibt eben in den unteren Klassen. Beim Fußball geht es bis runter zur B-Klasse. Wo können weniger, aber trotzdem begeisterte Eishockeyspieler spielen, wenn sie einfach länger als bis zum 11., 12., 13. Lebensjahr spielen wollen? Ja gut, ich meine, wir sind ja in Mannheim zum Glück weit gefächert. Ich meine, wir haben den MERC noch dabei, wir können eigentlich runterspielen in Schülerbundesliga 2, ist das glaube ich mittlerweile. Wir haben eine DNL 3, wir haben genug Altersbereiche, in denen wir dann noch zusätzliche Programme anbieten können, mehr oder weniger innerhalb unserer eigenen Organisation. Wir haben, glaube ich, die größte Hobbyliga in Deutschland. Wir sind, glaube ich, mittlerweile 7 Ligen mit jeweils 8 Vereinen. Also wer spielen möchte, kann immer spielen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, es liegt ein bisschen daran, wie mein eigener Anspruch ist. Und wenn ich im Leistungssport war, will ich tatsächlich in dem Bereich weitermachen? Oder mache ich es halt wirklich nur noch als Hobby und konzentriere mich dann halt auf die anderen Sachen?
Schule, Studium oder sonst irgendwas. Das ist halt dann eine Entscheidung, die man dann sehr persönlich treffen kann. Aber genug Möglichkeiten zum Spielen gibt's. Also wenn ich mir vorstelle, beim Fußball, oder ja, da genügt irgendwo eine Wiese, Neckarwiese, Rheinwiese oder sonst irgendwas. Aber beim Eishockey braucht man halt immer eine Halle und Eis. Steht da genügend zur Verfügung an Locations? Kommt drauf an. Also wie gesagt, ich meine, es ist halt eine Mitternachtsliga. Ne? Also Mitternachtsliga, okay. Wenn der Trainingsbetrieb zu Ende ist, geht halt ab 22.30 Uhr geht's halt dann los in den anderen Eishallen, wo man dann gemütlich dann hingeht. Oder was natürlich auch immer ganz gerne genommen sind, diese Top-Zeiten, 7 Uhr bis 8.15 Uhr, so samstags, sonntags morgens, sind für Hobbyteams halt auch immer ganz gerne genommen. Ja, muss man halt wollen, ne? Also das ist halt eine Sache, aber es gibt genug Leute, wie gesagt, wir haben eine riesen Liga da, die DPL ist brutal, ist auch gut strukturiert, muss man auch sagen, eigene Schiedsrichter und, wer damit Spaß in seinem Niveau spielen möchte, soll das gerne tun und ist auch irgendwo auch lustig, macht auch Freude und es ist immer interessant zu sehen, mit wie viel Engagement Leute Hockey spielen, auch als Hobbyspieler, ich meine, manchmal ist es halt wirklich brutal, mit wie viel Energie, die da unterwegs sind. Wenn die Adler wie dieses Jahr Meister werden, erleben Sie da so einen kleinen Boom, so ähnlich wie das 85 bei Boris Becker war, plötzlich wolle jeder Tennis spielen, wenn die Adler Meister werden, will dann jeder Eishockey spielen? Ich glaube, nein. Also Mannheim ist eine Eishockeystadt, zum Glück. Ich glaube, dass wir so einen großen Boom da nicht erlebt haben. Ich habe die Zahlen jetzt nicht komplett so mitbekommen, aber unser Augenmerk geht eher in Richtung Grundschulprojekt. Ich denke, es ist immer sehr, sehr schwierig, sich abhängig zu machen von Erfolgen von Seniorenteams. Das Profigeschäft ist schnelllebig, das kann gut gehen und wenn wir darauf setzen, dass die Adler jedes Jahr Meister werden, um halt Nachwuchs zu regenerieren, ist das ein bisschen zu wenig. Vor allen Dingen, wenn wir halt über die 60, 80 Kinder sprechen, die wir pro Jahrgang gerne hätten. Deshalb laufen wir schon besser damit, dass wir mit dem Grundschulprojekt, mit Kindergartenprojekten und so weiter und so fort autonom sind. Und natürlich nehmen wir gerne mit, wenn die Adler Meister werden. Und natürlich nehmen wir auch jedes Kind gerne mit, was dadurch die Begeisterung am Sport bekommt. Aber letzten Endes sollten wir schon unabhängig sein von dem Erfolg der Adler. Dorian, Profivertrag bekommen. Du hast auch bei den Adlern gespielt, bist dann eine Saison nach Heilbronn gegangen und für 2 Spielzeiten nach Kassel. Und dann war es plötzlich vorbei mit der ganz großen Karriere. Was ist da passiert damals? Das war damals ein eigentlich nicht so bedeutender Trainingsunfall. Das war ein ganz normales Training. Ich habe einen Check bekommen und bin dann in die Bande reingefallen mit meiner Hand vorne weg. War auch nichts Wildes. Es war ein kleinerer Knorpelschaden im Handgelenk. Wurde dann aber mehrere Male operiert, tatsächlich am Handgelenk. Und daraufhin bin ich einfach insoweit eingeschränkt gewesen in meinem Handgelenk, in der Beweglichkeit, dass ein Eishockeyspielen grundsätzlich noch möglich ist, aber eben nicht mehr auf diesem Niveau und auf dieser täglichen Basis, wo dann eben die Belastung dann doch da ist. Es war einfach nicht mehr möglich dann. Jetzt, wenn man mit so vielen Hoffnungen so eine Karriere startet und es tatsächlich ins Profilager geschafft hat und plötzlich ist es vorbei, wie hast du es persönlich aufgenommen? Damals war das, hast du lange gebraucht, um das zu verarbeiten oder hast du gesagt, okay, es gibt für mich andere Möglichkeiten? Es war sicherlich hart, definitiv. Ich habe auch echt lange gebraucht, um das zu verarbeiten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mit 4 angefangen, Eishockey zu spielen. Ich stand jeden Tag auf dem Eis, ich war immer in diesem Leistungsniveau drin und man bekommt ja auch gewissermaßen dann sein Leben lang nur Anerkennung für diesen Sport. Eben, es stand nie die Schule im Fokus oder andere Fähigkeiten von mir. Es war immer nur Eishockey und der Sport, wo ich mich auch selbst mit definiert habe. Das war auf einmal dann vorbei. Aber ich denke auch dadurch, dass ich in diesem Leistungsniveau jahrelang war und auch damit groß geworden bin, war für mich relativ schnell klar, ich muss was machen, weil wenn ich nichts mache, fällt mir auf gut Deutsch die Decke auf den Kopf. Und deswegen habe ich dann relativ schnell, also die zweite OP war im Mai 2017, glaube ich, und als ich dann noch das Urteil, sage ich mal, bekommen habe, dass ich wahrscheinlich nicht mehr spielen kann professionell, war für mich relativ schnell klar, okay, ich muss jetzt und habe mich dann sofort auch angemeldet an der Uni Mannheim, habe mich immatrikuliert für Jura, Unternehmensjura und habe dann im September, tatsächlich 2 Monate später, schon direkt angefangen mit dem Studium, auch um einfach eine Ablenkung wahrscheinlich zu haben. Studium als Ablenkung, Respekt.
Du hast, während du noch gespielt hast, Wirtschaftspädagogik studiert und dann jetzt bist du ins Jurafach gewechselt. Warum diesen Wechsel? Ist das eine ein größerer Aufwand als das andere? Wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich war klar, dass ich während der Karriere auf jeden Fall mir ein Standbein aufbauen möchte. Und wir sind in Mannheim echt gut aufgestellt. Also wir haben das einzige Sportstipendium in ganz Deutschland, haben wir hier in Mannheim. Ich glaube, der Kai Dippe war bei euch auch schon im Interview. So ist es, ja. Der war auch schon in dem Sportstipendium drin von Universität Mannheim, aber tatsächlich ist es so, dadurch, dass ich in Kassel gespielt habe und Heilbronn und logistisch schon nicht jeden Tag in Mannheim sein konnte, konnte ich ein Studium wie jetzt Jura, Medizin etc. konnte ich einfach nicht anstreben. Das war nicht realistisch zu sehen, durch die Anwesenheitspflicht auch in Vorlesungen. Deswegen musste ich mir halt einen Studiengang suchen, der mir die Möglichkeit gibt, das Ganze zu kombinieren. Und da war Wirtschaftspädagogik damals der beste Weg und wurde mir auch nahegelegt. Und das war auch der Grund, warum ich den eigentlich dann genommen habe. Herr Fischhöder, 6 Jahre Head Coach und immer Meister gemacht, also erfolgsverwöhnt. Aber ich glaube, 2019 war nochmal ein besonderes Meisterjahr. Das erste Spiel verloren, im zweiten Spiel zurückgelegen. Ja, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten im Halbfinale, um das mal freundlich auszudrücken. Wir haben in Berlin verloren, lief ein bisschen suboptimal, kam zurück, waren eigentlich guter Dinge und hatten das Spiel auch relativ gut im Griff. Bedauerlicherweise haben wir 10 Minuten vor Schluss dann im zweiten Spiel bei einer Best-of-3-Serie ziemlich unglücklich dann 0-2 zurückgelegen. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir hatten auch das Gefühl, dass da irgendwas gerade komplett in die verkehrte Richtung läuft. Wir wollten das Spiel gewinnen, da haben wir halt dann 6 Minuten vor Schluss den Torwart gezogen, aus dem Spiel heraus haben dann das 1-2 geschossen, zum Glück 3 Minuten vor Schluss nochmal den Torwart gezogen, 2-2 geschossen, war dann schon sehr emotional, wir haben es dann auch noch geschafft, eigentlich für uns gefühlt in der regulären Spielzeit das 3-2 zu schießen. Der Schiedsrichter war anderer Meinung, war angeblich dann nach der Sirene, gut, sind wir in die Overtime gegangen und hatten dann das Glück, dann ja 1,5 Minuten vor Schluss dann den Siegtreffer zu machen. War natürlich eine schöne Achterbahnfahrt, war cool, dafür macht man Sport, aber das ist halt schon eine schöne Sache, da erinnert man sich gerne zurück. Denke ich auch, 6 Minuten vor Schluss den Torhüter rauszunehmen, wie oft hast du das erlebt? Keinmal. Ist schon ungewöhnlich. Also letzte 2 Minuten, glaube ich, ist ganz normal, aber 6 Minuten, was hat man da gefühlt? Ja gut, ich bin rot, habe ich gesagt. Also ich arbeite ziemlich viel aus meinem Bauch raus. Ich hatte das Gefühl, dass ich das jetzt machen muss. Wir waren relativ gut dabei. Wir hatten vorher schon ein Meeting auf der Bank, wie wir spielen wollen. Und ich meine, jeder, der jetzt Tim Stützle sieht, ich hatte den einen oder anderen Spieler dabei aus Luis Brune, ist jetzt in Heilbronn, Sebi Honn, die ganzen Jungs, die jetzt in Heilbronn sind, die haben schon ein gewisses Niveau mitgebracht und da war es relativ entspannt und ich wusste, wenn halt gut, der Stützle die Scheibe hat, das sieht man ja auch heute, hat ja eine gewisse Sicherheit. Ist er jetzt auch im Profikader? Ne? Ja, und strahlt auch eine gewisse Sicherheit aus und dann war es relativ einfach. Luis hat einen brutalen Schuss und dann ist das halt so aufgegangen, wie wir uns das gedacht haben. Kann auch in die Hose gehen, aber gut, hat geklappt. Wir nehmen das so, wir sind auch glücklich darüber, dass es so gegangen ist. Aber das entscheidet man dann einfach, weil das Gefühl war einfach da, okay, gut, die Zeit ist richtig. Also das erste Spiel verloren, das zweite dramatisch gewonnen und das dritte dann 8-1 gewonnen. War diese Niederlage oder dieser hohe Sieg eine Konsequenz aus dem knappen zweiten Spiel? Ja, es ist ja schwer zu verkraften, glaube ich, wenn ich denke, okay, ich bin im Finale bis 6 Minuten vor Schluss, führt 2-0 in Mannheim, habe zu Hause gewonnen. Da kann man schon dann zusammenbrechen. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Seniorenmannschaften da durchgekommen wären vom Mentalen her. Für uns war es halt super, weil wir haben die Welle genau genommen und wir leiden eh nicht unter einem besonderen Selbstbewusstseinsproblem. Aber das hat uns dann halt nochmal geholfen und wir sind ja dann auch wieder mit 0-1 in Rückstand geraten, direkt im ersten Drittel. Aber das hat uns nicht weiter belastet, sind direkt zurückgekommen, glaube ich, 30 Sekunden später 1-1 und dann lief das Ding komplett in unsere Richtung. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das jemals verlieren könnten. Wir hatten es zuvor schon, also Sie bezeichnen dieses übersteigerte Selbstvertrauen, kann man sagen, fast schon als Arroganz. Was ist es tatsächlich? Ja gut, ich meine, es ist nicht einfach. Wie gesagt, Mannheim, wir haben, egal wo wir sind, auch im Nachwuchs gewisse Ansprüche, die Jungs haben gewissen Druck.
dadurch, dass wir halt auch sehr viele Möglichkeiten haben, ist unser Beliebtheitsgrad außerhalb von Mannheim auch nicht der höchste. Die Jungs werden das eine oder andere Mal auch ein bisschen fies angefeindet. Man muss damit umgehen und man baut sich halt eine gewisse Distanz auf. Und wir haben halt über die letzten Jahre eine gute Qualität gehabt an Spielern, die uns auch gut repräsentiert haben in verschiedenen Wettbewerben, auch international. Und da kann man schon ein gutes Selbstbewusstsein aufbauen. Man muss natürlich dann liefern, weil sonst wird es albern. Aber am Ende des Tages ist es halt schon so, dass es sich entwickelt über die Saison, dass man halt ein gutes Selbstbewusstsein hat, weiß, was man kann und dann auch daraus aufbauen kann. Sie sagten mir einmal, Sie stehen auf Spieler mit Persönlichkeit, schräge Typen. Wie sieht ein schräger Typ aus? Ja, die sind verschieden. Ich meine, die sind halt schräg. Ich meine, ich kenne keine Mannschaft, wo entscheidende Treffer erzielt werden von Leuten, die einfach nur den Job machen. Es sind Leute, die halt eine besondere Kreativität haben, die ein großes Ego haben und denken, sie könnten jetzt in dem Moment den Unterschied machen. Die einfach vorweg marschieren oder die meinen auf einmal kurz vor Schluss, ich meine, wenn wir über Walschi reden, der fährt dann halt einen zusammen, um ein Statement zu setzen für die Mannschaft. Das sind halt alles verschiedene Leute, die halt was Besonderes haben und ein gutes Gefühl für die Situation haben und dann auch im richtigen Moment die Verantwortung nehmen. Es gibt selten Spieler, die halt nur durch Basis harter Arbeit dann letzten Endes dann in entscheidenden Momenten den Unterschied machen. Ich meine, warum ist Ronaldo Ronaldo? Wir hatten es vorhin davon, warum ist Messi Messi? Weil er einfach Dinge hat, die andere nicht haben. Und das ist halt das, was man braucht. Und das sind halt Spielertypen. Und manchmal braucht man auch einfach nur den, jetzt das 2-2 hat Jan Nyhuis, der jetzt in Wolfsburg spielt, gemacht für uns. Ja, das war sehr humorlos. Er hat halt 3 Schlagschüsse aus dem Slot genommen und der dritte ging halt rein. Das hatte nichts mit Kreativität, das war einfach nur Wille, aber das war in dem Moment das, was wir gebraucht haben. Und das ist halt seine Qualität, der bedingungslose Wille, dann auch Dinge durchzusetzen. Und wenn ich das habe, dann ist das halt schon schön. Das sind halt Typen, die man braucht, um letzten Endes Erfolg zu haben in der Mannschaft. Dorian, jetzt geht die Karriere im Eishockey aber trotzdem weiter. Du bist zurzeit Trainer, Co-Trainer der U17. Wie kam es dazu? Genau, richtig. Ich habe jetzt die Co-Trainerleitung übernommen bei der U17 der Jungen Adler, also eine Altersklasse tiefer als wo der Frank hier trainiert. Ist er jetzt ganz aktuell? Ne? Ganz aktuell, genau. Vor 3 Wochen, glaube ich, bin ich jetzt eingestiegen, habe jetzt 2 Wochenenden mitgemacht, Spielwochenenden erst. Es kam auch spontan dazu, es hat ein ehemaliger Mitspieler von mir, hatte die Stelle, der Alexander Ackermann, der aufgrund seines Masterstudiums jetzt nach Stuttgart umziehen musste, ist die Stelle frei geworden und dann der Headcoach aktuell der U17 ist mein ehemaliger Mitspieler aus Kassel, der Sven Valenti. Und der hat mich einfach angerufen und gefragt, ey, hast du Bock? Wir hatten es früher schon mal davon. Und er hat gesagt, ja, habe ich kurzfristig zugesagt, hast mir das mal angeschaut und gefällt mir gut. Also du hast noch keine Trainerausbildung, wirst sie aber machen. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, es gibt ein Programm in Deutschland, das ehemalige Spieler erleichtert einen Trainerschein machen können, das ist der C-Schein dann. Und den kann ich dann im Sommer an einem Wochenende rein theoretisch in Füssen machen. Wie verträgt sich das mit dem Studium? Wirst du das hinkriegen oder denkst du, es ist mit der Zeit eine Doppelbelastung, die du doch nicht auf dich nehmen willst? Die Jungadler kamen mir da doch dann relativ gut entgegen. Ich habe die Morgenseinheiten, also unsere Jungs haben auch genau wie Franks Mannschaft morgens zweimal Training, Dienstag, Donnerstags. Die Einheiten habe ich frei bekommen, um dann wirklich in die Vorlesung gehen zu können und auch an den Auswärtswochenenden habe ich die Möglichkeit in Mannheim zu bleiben, um dann den Fokus doch auf mein Studium zu setzen. Wer ist für dich ein Ziel, tatsächlich hauptberuflich Trainer zu werden, so deinem ehemaligen Coach nachzueifern? Oder sagst du, nee, jetzt die Juristerei, die ist jetzt mein oberstes Ziel? Ist schwierig zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin erst 3 Wochen dabei und man muss auch ehrlich gesagt sagen, wir sind Eishockey und nicht Fußball. Das heißt, so viele Leute können wirklich nicht hauptberuflich einfach davon leben. Und deswegen muss man einfach schauen, wohin der Weg geht. Das interessiert mich, das ist meine Leidenschaft, meine Passion, war es schon immer Eishockey und ich lasse mich darauf ein und bin gespannt, was die Zeit bringt. Wenn du heute einem jungen Eishockeyspieler, einem Talentierten sagen würdest oder dem raten würdest, was er oder wie er seine Karriere gestalten soll, was würdest du ihm sagen? Also wenn er beginnt, hat hochtrabende Pläne und was würdest du ihm sagen, worauf er achten soll? Aus deinen eigenen Erfahrungen? Also meiner Situation jetzt geschuldet, natürlich mit der Verletzung würde ich immer sagen, dass Leute schaut darauf, dass ihr wirklich
einigermaßen vernünftigen Schulabschluss hinkriegt, macht eine Ausbildung, macht irgendwas, setzt nicht alles auf eine Karte, dann, wie gesagt, es ist kein Fußball, es ist Eishockey nur mal in Deutschland und es geht schneller, als man denkt. Deswegen ist, denke ich, ein zweites Standbein, zumindest eine grundlegende Ausbildung, also sprich ein Abitur oder eine, zumindest eine mittlere Reife, Realschulabschluss, ist schon vonnöten. Herr Fischer, Arbeit schlägt Talent, sagen Sie. Wenn Eltern kommen mit ihrem Sprössling und sie sagen, also ich bin überzeugt davon, dass Arbeit Talent schlägt, wie bringen Sie das denen nahe, dass die auch wissen, worüber sie reden? Ja gut, das ist ja eindeutig. Ich meine, wie gesagt, ich meine, es ist ja ganz schön, es gibt super Schlittschuhläufer, die hübsch aussehen, die aber mehr damit beschäftigt sind, hübsch auszusehen und ihren eigenen Hype leben und dann halt gute Oberligaspieler werden und dann für 700 Euro Profi sind. Das kann man machen, aber bei einem bestimmten Niveau sind halt alle gut, alle haben ein gewisses Talent. Das ist halt wieder die Definition, was ist Talent? Für mich ist halt, wenn einer eine bestimmte Fähigkeit hat und wir brauchen Spielertypen und wer die zu 100% durch Arbeit erfüllt und zum höchstmöglichen Qualität bringt, hat er immer eine Chance, auf dem höchsten Niveau zu spielen. Also ich bin der Meinung, dass in Deutschland eigentlich jeder, der in bestimmten Bereichen Talent hat und das halt tatsächlich zu 100% ausarbeitet, auch in der Lage sein kann, DEL zu spielen. Es gibt natürlich immer wieder die Leute, die halt von der Geschwindigkeit her nicht klarkommen und. Es gibt halt körperliche Voraussetzungen, die einfach mal Fakt sind. Aber im Großen und Ganzen ist es doch so, dass die Arbeit letzten Endes darüber entscheidet, ob ich durchkomme oder nicht. Weil ich brauche das Gewicht, ich brauche die Kraft, ich muss die Kraft haben. Ich meine, jetzt, wenn man Tim Stützle sieht, wenn man die Beine sieht, die sind jetzt also schon massiv. Oberkörper hängt noch ein bisschen, aber da muss trotzdem noch weiter hart arbeiten. Das wird er aber auch tun. Bei all der Schönheit der Stocktechnik, Laufen, wenn er nicht arbeitet, wäre er nicht da, wo er ist. Und das gilt halt für jeden Spieler. Und wer halt diese Grundarbeitseinstellung schon mal mitbringt und den Ehrgeiz hat, besser zu werden jeden Tag, da ist die Chance um einiges höher, dass er durchkommt. Wenn man wie Sie 6 Jahre hintereinander Meister geworden ist und dann noch zweimal einfach so im Vorbeigehen, wird man nicht irgendwann mal satt und sagt, okay, jetzt habe ich so viel erreicht, wenn es jetzt mal schief gehen würde, wäre nicht schlimm oder nee, geht immer weiter? Ich glaube, umgekehrt wär's blöder. Also ich glaube, ich hätte eher schneller die Nase voll vom Verlieren. Das nächste ist, wir hatten es vorhin in der Pause, es gibt so viele Arten von Meisterschaften, die wir feiern durften, mit verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Mannschaften. Die erste, die ich mit Dorian hatte, hatten wir einen kleinen Kader. Helmut hatte gerade Mannheim verlassen, die Mannschaft war klein, 15, 16 Spieler, ich hatte nur einen Torwart. Wir hatten ein bisschen zu kämpfen, man hat auch nicht besonders viel auf uns gesetzt und hatte auch nicht besonders viel Freude an uns, weil man dachte, okay gut, dieses Jahr, das wird nichts. Die Mannschaft hat sich super gefunden, die 3 Endjahrgänge, die ich hatte, sind vorweg marschiert. Marc Michaelis hat brutale Playoffs für uns gespielt, die entscheidenden Tore gemacht. Dorian ist zurückgekommen im Finale, glaube ich dann, ne? War wegen Verletzung auch kurzfristig raus. Und da sind halt so Sachen, das ist schön und das ist gut zu sehen. Und jetzt dieses Jahr, wir haben jedes Mal 12, 14 neue Spieler im Kader. Es ist also nie gleich. Und wir haben immer andere Typen, andere Mannschaften, andere Arten, so ein bisschen, mit denen man umgehen kann. Also es ist eigentlich immer neu und es ist immer anders. Am Ende des Tages, gewinnen ist immer schön. Also ich gewinne lieber, als dass ich verliere. Okay, wenn man immer neue Spieler hat, dann sind die auch immer hungrig und wollen selbst den Erfolg. Ne? Ja gut, hungrig ist auch ein dehnbarer Begriff. Zwischen dem, was ich will und das, was ich bereit bin zu leisten für das, was ich eigentlich auch will, ist dann nochmal eine riesen Diskrepanz. Also es ist halt schon so, ich habe jetzt Hans Zach, habe ich jetzt glaube ich zitiert bei einer anderen Veranstaltung, das kleine Wort ich will, spricht man es leise und still, reißt die Sterne vom Himmel, das kleine Wort, ich will. Das ist halt schon eine Sache, ich muss es wollen. Ich meine, alles andere ist halt blöd. Ich meine, ich kann eine Menge sagen, ich kann eine Menge tun. Am Ende ist entscheidend, wie ich arbeite. Die Fakten liegen ganz einfach im Kraftraum, auf dem Eis, bei den Trainingseinheiten, in der Tagesarbeit, im Tagesgeschäft. Und da ist die Wahrheit. Alles andere, was ich erzähle, was ich meine, was ich will oder was ich schon bin, das ist eigentlich hinfällig. Tolles Schlusswort. Ein körperbetonter Sport gepaart mit Prosa, es kann nicht besser gehen. Ich bedanke mich sehr bei Frank Fischöder und Dorian Seftel für ihre Ausführungen. Wir wissen es mal wieder jetzt besser als zuvor. Vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank auch an Sie
Und im November wird unser nächstes Thema Cheerleading sein, unter anderem. Aber über die Medien wird es noch bekannt gegeben. Vielen herzlichen Dank, einen schönen Abend und guten Nachhauseweg.